Kein normaler Unterricht, nicht Mathe, Physik oder Deutsch standen am Mittwochmorgen auf dem Lehrplan des Wahlpflichtkurses Erinnerung und Zukunft der Oberschule Michaelschule. Stattdessen proben die Schüler eine Schauspielszene ein zu einem Thema, das viele bedrückt und nicht leicht zu erfassen ist. Die Pogromnacht von 1938 und der anschließende Massenmord an den Juden durch die Nazis. Am 9. November wird der traditionelle Gedenktag durch diese Schüler in Papenburg gestaltet. Ja, wir proben jetzt gerade für die Gedenkveranstaltung am 9.11. Wir planen jetzt quasi den Ablauf des Ganzen. Wir haben ja 10 Minuten Zeit sozusagen, uns hier dazu präsentieren, etwas beizutragen zu der Gedenkveranstaltung. Und das ist eben das, was wir jetzt gerade proben. Ja, unsere Botschaft. Natürlich werden wir zum einen den jüdischen Opfern sozusagen gedenken natürlich, werden noch an die Zeit zurückerinnern, werden auch kurz über den Holocaust noch etwas sagen. Dann aber auch ein Rollenspiel mit einbauen, wo die Schüler sagen, was machen wir denn jetzt hier? Also, dass wir da nochmal so die Gegenwart mit drin haben. Und eben, da steht eben die Frage im Fokus, warum sollen wir uns eigentlich erinnern an die Vergangenheit? Warum ist das also heute noch wichtig, daran zu erinnern? Neben der szenischen Darstellung wird es auch eine musikalische Untermalung durch das Klezmer-Ensemble des Gymnasiums und durch den Musikverein von 1996 sowie eine Ansprache des Bürgermeisters geben. Die Gedenkfeier startet wie gewohnt um 18 Uhr am Montag vor dem Gebäude der Sparkasse am Hauptkanal.